Nein. Oh. Lass mich mal hier rein. Oh Gott. So, Oma, lass mich in Ruhe. Lass mich wenigstens hier unten allein. Ich weiß, du bist bestimmt ganz versessen darauf. Nein! Oh, hallo. Kann ich dir irgendwie helfen? Wohl nicht! Make it stop. You'll have no fury like a woman scorned, and you've managed to scorn them all. Uh-huh. She's scorned them all. Oh, wie schön, dass unten lauter Leuchtfackelkästen. Oh, da muss ich hin. Er ist leer, leck mich! Okay, schön, ich hab gefunden, wo ich hin muss. Das ist schon mal ganz gut. Oma, sei bitte vom letzten Jahr. Ich will dich nicht hier unten haben. Hier geht es nicht weiter. Ah, scheiße. Okay. Ganz ruhig. Ganz ruhig. So entspannt. Nein, nicht schon wieder. Mit Ruhm steigt, na toll. Die Krähen haben mich nicht verletzt. Ich verstehe jetzt. Ich verstehe jetzt. Wir alle dienen. Wir alle bieten Fleisch für die Rückkehr da. Ich muss Fleisch für die Vögel finden. Fleisch für die Rückkehr. Der Krähenmann. Wenn du das sagst. Ich geht nicht durch. Okay, also allzu viele Möglichkeiten habe ich gerade nicht, wo ich lang gehen kann. Das ist gut. Jetzt mal nur hier lang. Oh nein. Ich habe zu viele Leuchtstäbe. Toll. Ich hätte ganz gerne Signalfackeln. Ich kriege keine Signalfackeln, leck mich. Warum nicht? Seid nicht so geizig mit euren Signalfackeln. Boah, na danke. Signalfackeln schützen mich. Ja. Nur wenn Oma mich nicht vorher erwischt, ne? Okay, das heißt wohl, ich muss hier lang. Oh. Ich hab noch nicht so viel von den roten Briefen gefunden, aber ich muss jetzt die ganzen Kästen aufmachen, weil da so Sachen drin sein können. Ich habe zu viele Leuchtstäbe. Oh, fuck, ey, warum sind die mal Abzweigungen? Boah, wo geht es dann hier schon wieder lang? Ich habe zu viele Leuchtstäbe. Ja, ist mir egal. Die Leuchtstäbe interessieren mich vor allen Dingen auch nicht, ne? Anfang. Ah, Hilfe. Scheiße. Okay, da lang. Gehen wir nur ganz geradeaus. Okay. Hier geht es nicht weiter. Hier geradeaus kann ich es noch probieren. Da ist aber, glaube ich, auch nichts, ne? Doch. Ich habe das Siegel noch nicht gefunden, ne? Es, 8. September 32, Mitarbeiter Adam Patterson. Mein Bedrohungslevel steigt schon wieder. Gewartet Abwassertunnel. Nachdem die Zeilenblöcke wieder Wasserdruck verloren haben, wurde ich angewiesen, die Abwassertunnel zu überprüfen. Ich habe meine Lampe und eine Karte zum alten Pumpenraum mitgenommen. Ich habe mich umgesehen und es sieht schlechter
steht schlechter, als wir anfangs dachten. Mehrere Kanalrohre sind aufgeplatzt und leiten das Wasser nicht richtig ab. Die elektrischen Leitungen sind an mehreren Stellen durchtrennt, was vermutlich zu Kurzschlüssen im Gebäude führt und Ziegel fallen in unregelmäßigen Abständen von der Decke. Das ganze Gebäude ist super baufällig und gehört abgerissen. Hier unten ist es nicht mehr sicher. Es muss alles von Grund auf überholt werden. Ja, ich sag ja, das ganze Gebäude gehört niedergerissen. Gleich kommt Oma, ich schwöre es. Die ist doch gleich schon wieder hinter mir. Oh, eine Signalfackel. Signalfackeln sind meine besten Freunde. Wie weit ist denn dieser Scheißtunnel? Bitte einmal nach links. Guck, Alter, die blöde Kuh. Lässt du mich nicht mal in Ruhe hier das Dingens lesen? Alter, geh weg. Was hat denn die da für ein hübsches Symbol auf der Stirn? Das ist nicht das, was wir auf der Hand haben, ne? Alter, die kann ich doch keine 2 Minuten in Ruhe lassen, ne? 29. März 1940, Rob Sanderville, gewartet, gefangen. Oh, Alter. Oh, hier ist mein. Also, ich habe hier so ein Ding ins da drauf, ne? So Eyeliner, Kajal, wie auch immer man das nennt. Oh, ich glaube, das verschmiere ich hier gerade ganz, ganz dezent, aber es ist, ist auch scheißegal. Das sehe ich so aus wie die Oma hier, ne? Eine gute Frau. Ach, die hat kein Nachthemd mehr an, die hat jetzt so eine Bauerntracht an, ne? Es ist im Übrigen ganz gut, dass die hier gerade so schön festgefroren sind im Bild. Dann kann ich die gut für das Thumbnail benutzen, das ich noch machen muss hierfür. Also gut, gewartet, gefangen. Ich stecke seit 2 Tagen in der Kanalisation fest. Ich habe Wasser aus den undichten Rohren getrunken, aber jetzt glaube ich, ich fühle mich jetzt noch schlechter. Das hätte ich nicht gemacht. Der Aufbau dieses Ortes ergibt keinen Sinn. Und jedes Mal, wenn ich denke, ich kann das Meer riechen, ende ich in einer Sackgasse. Aber Hilfe ist bestimmt schon unterwegs. Stirb! Also ich glaube, jetzt eine Signalfange gebraucht habe, fand ich aber nicht gut. Sie werden Besitz von dir ergreifen. Na, noch mehr! 5. Februar 1920, Officer Dawsons Tod. Officer Dawson ist vor mehr als 3 Jahren spurlos verschwunden. Er wurde zuletzt im Frühling des Jahres 1917 gesehen. Als er seinen Rundgang am Dock begann, haben wir das Gebiet durchkämmt und mit Booten die umliegenden Gewässer abgesucht, doch letztlich mussten wir ihn für tot erklären. Wie falsch wir doch lagen! So gut, jetzt habe ich ja... also so eine scheiß Hacke... Die ist schon wieder da. Wo bist du? Ach. Ach, lässt die mich auch mal in Ruhe hier. Ja, ich höre das. Wir haben fast 1 Jahr in diesen verdammten Tunneln gearbeitet, aber der letzte Monat war besonders hart. Ich bin dankbar für die Narren, die regelmäßig per Boot eintreffen, auf der Suche nach einem neuen Leben. Aber die meisten von ihnen sind zu schwach für diese Arbeit. Die Idioten lieben es, zu plappern und Gerüchte zu verbreiten. Geschichten, die wir uns als Kinder erzählt hätten, aber es gibt hier verdammt nochmal keinen schwarzen Mann. Nur ein paar faule Säcke, die Gratisverpflegung suchen. Wenn die unser Land aufbauen sollen, dann wird es Zeit weiterzuziehen. Bei Gott, den Nächsten, der sich darüber beschwert, wie dunkel es hier ist, ertränke ich persönlich. Nicht schon wieder. Sie werden dich verfolgen. Signal. Ich habe gerade eine Signalfackel gekriegt, Gott sei Dank. Es fühlt sich komisch an, in ein Tagebuch zu schreiben, aber einer der neuen Ärzte hat es allen Wärtern empfohlen, um mit der hohen Belastung fertig zu werden. Hört sich bescheuert an, aber Mercer dachte, es wäre eine gute Idee. Das Schwerste dabei ist, einen Ort zu finden, wo ich schreiben kann. Ich habe es im Pausenraum versucht, aber die Leute haben sich über mich lustig gemacht. Und zu Hause macht sich meine Familie über mich lustig. Ich dachte also, Mercer würde es nicht stören, wenn ich in die Tunnel steige, um ein bisschen Frieden und Stille zu bekommen. Einige der Leute beschweren sich über den Geruch, aber ich muss zugeben, ich finde es ziemlich friedlich. Es ist schön, ein wenig von den ganzen Schreien wegzukommen. Oh, geh weg, Alter. Ich bin jetzt mit diesem verkackten Tunnel einmal komplett drumherum gelaufen. Ich habe immer noch nicht das Scheißsiegel und ich habe immer noch nicht das Ding jetzt gefunden, wo ich es herkriege. Meine Bedrohung ist schon fast bei 100%.
Aber ich habe 4 von 4 Relikte, das ist toll. Ach, geh jetzt nur auf die Karte gucken, die kann ja noch hinter mir stehen, ist mir egal. Also gut, ich habe noch mehrere Tunnel, wo ich mehrfach ablenke. Alter, das findet doch kein Mensch. Also ich kann jetzt, wenn ich einen Schritt zurückgehe, kann ich glaube ich noch nach links und nach rechts. Aber dann rechts komme ich... Alter, ich finde doch nie wieder raus hier, ne? Also gut, ich fürchte, ich muss jetzt eine Signalfackel benutzen, weil die sonst nicht weggeht. Oh, da, bitte, bitte, lass hier das Siegel sein. Nein, schon wieder nicht. Stromversorgung im zweiten Stock nicht gewartet. Während der Reparatur eines Waschbeckens im zweiten Stock begannen die Lichter auf dem gesamten Stockwerk zu flackern, bis sie ausfielen. Die Schutzschalter schienen in Ordnung zu sein. Kurz danach gingen die Lichter von selbst wieder an. Muss die alten Wartungsberichte durchgehen und sehen, ob es einen Zusammenhang gibt. Meine Füllung quietschen schon wieder. Was ist denn? Beruhigt euch doch mal da drin. Oh. Sekunde. So, mal eben kurz an meinen Vögeln gesehen. Also gut, Alter, ich weiß nicht, wo ich hinlaufen muss. Ich habe nur noch 2 von diesen scheiß Fackeln, ne? Oh. Wo muss ich lang? War ich hier schon? Nein, war ich nicht. Ich habe die Olle schon wieder gegrillt, das ist schön. Ja, beruhig dich. Alter, geh da lang. Ich hab das scheiß Siegel immer noch nicht. Geh weg. Boah. Ich war hier wohl überall schon, aber... Ich hab das fucking Siegel noch nicht. Ja, da ist der Scheiß. Aber was brauche ich davon? Ich kann nichts nehmen. Kann ich hier irgendwas davon nehmen? Ich habe nur eine Milchflasche. Was ist das da hinten? Warte, bevor ich das Ding nehme. Also, umdrehen nach rechts, nach links. Was ist denn da hinter mir schon wieder los, ne? Also, umdrehen. Nach rechts, nach links, nach links. Das ist kurz das Ende oder nach rechts. Oh, werde ich mir nicht merken können. Ich werde wieder durch die alte durchrennen müssen, ne? Years of rage.
überhaupt die richtige... Oh, war gerade vor mir. Schön. Ist überhaupt nicht die richtige Richtung, ne? Aber ich weiß auch nicht, wohin. Hier lang? Ja. Ja. Jetzt hier lang, ne? Ja. Sie hat uns nicht erwischt, wo ich einmal durch sie durchgelaufen bin. Meine Frisur wieder so leicht in Ordnung bringen. Die Olle kann mich mal hier. Ich habe mir by the way ein bisschen Stressessen geholt, was keine Schokolade ist und was ein bisschen leichter zu essen ist. Ich weiß nicht, was ist da gerade passiert? Meine Farben haben sich geändert. Habt ihr das gesehen? Mein Monitor hat sich kurz die Farben geändert. Hab mir ein Stück Mohltopf geholt, weil. Alter, Stressessen hier. Also. Je mehr ich mich mit diesem Tagebuch befasse, desto mehr gefällt es mir. Ich habe angefangen, durch die Tunnel zu wandern und bin auf den alten Pumpenraum gestoßen. Ich habe gehört, dass sie das Abwasser auf der Insel hier behandeln wollen. Wollten. Ja, ich kann schon nicht mal richtig lesen, weil das auch so klein ist, ne? Es zu Trinkwasser oder ähnlichem machen. Schätze, daraus ist wohl nie richtig was geworden. Egal, das einen Pech ist das andere Glück. Jetzt habe ich dieses nette kleine Privatbüro mit einem Schreibtisch, das ich verwenden kann, wenn Mercer es nicht braucht. Es ist fast wie meine persönliche kleine Festung. Welcher der Wärter schreibt das? Und ist der Typ... Ich habe jetzt mehrere Theorien. Also, der Typ, der die ganze Zeit hier mit uns redet, ne? Zuerst dachte ich ja, es könnte ein Gefangener, ein Häftling sein. Aber als wir in diesen Zellenblock kamen, sagte er, ja, mein zweites Zuhause. Es kann aber auch ein Wärter gewesen sein. Und wir könnten gerade seine Tagebucheinträge hier finden. Dass es Dr. Mercer per se ist, bin ich mir nicht sicher, halte ich tatsächlich jetzt mittlerweile für etwas unwahrscheinlicher. Weil Dr. Mercer müsste ja auch schon deutlich älter bzw. tot sein. Aber als sie mit einer Haft an, also hat dieses Hospital zur Haftanstalt wurde, das ist, glaube ich, wahrscheinlicher. Am Ende ist es nichts von all dem und wir werden es niemals erfahren. Aber. Aber es ist halt. Es ist theoretisch, denke ich, einer der Werte, weil die müssten ja auch hier unten gewesen sein. Also die kennen sich ja auch hier unten aus und er scheint sich ja mit dem ganzen Ding hier auszukennen. Ich weiß es nicht. Na gut, also wir sind jetzt auf jeden Fall hier unten im Abwasserkanalpumpensystem, whatever. Das da funktioniert wie immer noch nicht. Nein! Mein Oma, lass das. Hier sind Öfen und hier sind schon wieder zwei Zettel nacheinander. Mercer hat mir gesagt, ich könnte nicht mehr in mein Büro, ich könnte nicht in mein Büro kommen. Er sagt, es gäbe zu viel Arbeit für mich und ich könnte nicht ständig hierher kommen. Ich habe versucht, ihm zu erklären, dass ich diesen Ort brauche. Dass er mir dabei hilft, mit dem Stress fertig zu werden. Wieso interessiert das ihn überhaupt? Ich kann nirgendwo sonst schreiben. Es ist der einzige Ort, wo ich die wahren Dinge in meinem Kopf hören kann. Es ist komisch. Hier unten bin ich nie allein. Es ist, als ob meine Mutter bei mir wäre, aber sie ist vor Jahren gestorben. Ist hier irgendetwas und ich kann es nicht... Hier ist irgendetwas und ich kann es nicht aufgeben. Ich glaube, ich gehöre hierher. Ich glaube, er hat selber schon Wahnvorstellungen.